Taylor ist gestorben, wurde aber auch wieder ersetzt. 86 sind wir da, noch 14 Leutchen. Woodcutter, der wird jetzt auch gleich mal endlich fertig sein, dann geht's da auch wieder weiter. Wir sind jetzt im Moment bei 7. Bei 7, der Lehrer, den haben wir doch, einen Lehrer müssten wir doch eingestellt haben eigentlich. Guck mal eben. Teacher 1-1, also der Teacher läuft irgendwo rum, der wird auch gleich dann wieder unterrichten. Dann können da auch die Studenten wieder nachkommen. Ja, dann machen wir jetzt einen Woodcutter, bauen wir dann noch. Wo haben wir den denn? Hier. Genau, einen Woodcutter. Setzen wir hier drüben hin und unsere neue Ecke. Zack. Wollen sie machen? Hier oben sage ich jetzt mal eben an, dass hier ist nichts mehr gut. Haben sie alles abgejätet. Perfekt. Sind auch wieder hier besetzt, die Sachen. Gut, dann gibt es jetzt auch wieder mehr Feuerholz. Dann gibt es hier den hier oben, gibt es dann Feuerholz. Wir haben jetzt momentan 20 Leute frei. Gucken, ob wir noch irgendwo was erhöhen können. Forester, Woodcutter, wir haben alles hochgesetzt, so viel wir reinpassen. Ja, dann mache ich einen mehr hier noch, der hier drin arbeitet. Kommt zwei Leute mehr hier rein. Okay, ich sollte hier vielleicht drauf drücken. 8 Leute. Hier machen wir 7 Leute rein. Wir haben jetzt noch 16 Leute übrig. Die ganzen Studenten, die wir da quasi entlassen haben. Aber ist auch schon mal gut zu wissen, falls man zum Beispiel jetzt mal ein Problem haben sollte, dass man nicht genug Arbeit hat und so Studenten noch übrig sind, ja dann schmeißt man quasi einfach die Studenten raus. Also reißt die Schule ab oder so und dann geht das weiter. Also sollen sie hier weitermachen, wenn wir noch so 17 Leute übrig haben, dann sollen sie ja auch richtig Kette machen. Bauen wir nämlich hier unser kleines Dörfchen weiter aus. Hier kommt jetzt gleich auch noch einer rein, dann haben wir auch nur noch 14, also es geht schon nach und nach, werden die jetzt wieder verschwinden. Hier werden Kinder, die alt genug werden, dann werden dann wieder zu neuen Studenten. Ganzen läuft ganz gut. Wer haben wir denn hier? Wohnen die Bilder? Wohnen hier zwei Stück drin? Wer wohnt hier drin? Forester. Okay, die teilen sich natürlich auf, da wo gearbeitet werden muss. Hier oben haben wir auch noch einen Woodcutter. Wir haben ja nicht so wenig Woodcutter, aber wir haben ganz schön viele. Aber ansonsten bräuchten wir, wollten ja noch die ganzen Gebäude bauen, die City Town Dings Bums Teil hier, ne? Town Hall und eine Kapelle, wa? Wo sind die denn? Ist das hier hin? Schade, passt nicht mehr hier hin. Wird hier reinpassen, dann müssten wir die Felder, vielleicht setzen wir die beiden Felder gleich hier drüben hin. Und dann setzen wir hier zumindest die Kapelle rein, weil das ist ja unser kleines Dörfchen hier. Dann reißen wir die beiden Felder ab und setzen die vielleicht auch noch da drüben hin. Und dann haben wir hier unsere Stadt und hier so einen kleinen Vorort. Eine kleine Provinz, wo dann die Leute die Felder bestellen. Also wenn jetzt hier die abgeerntet werden, dann werden die abgerissen und wir setzen die hier oben hin. Wenn wir eben gucken, hier oben bei dem einen Testfeld, wie viel der jetzt hier geschafft hat immer mit dem Feld. 520, okay, also 11 mal 7 ist das größte Feld, was einer bestellen kann, wo er am meisten rausholt. Gut zu wissen. Dann werden wir das gleich auch nochmal eben einen kleiner machen, 11 mal 7. Da holt er nämlich eine Person alleine, holt da 500 Nahrung dann raus. Die ganzen kleinen fleißigen Ameisen hier, wa? Wir haben jetzt noch ein Storage. Gut, dann werden wir da auch nicht mehr volllaufen. Ich weiß nicht, wie viel einer gibt. 5000, schätze ich mal. Geben die schon. Fischer hier. Ne, hier so ein Händler. Sherry Seeds und Pier. Ja, gut, wir kaufen die Pier. Einmal 2000. Mal gucken, ob ich das aufwerten kann. Feuerholz haben wir wieder ein bisschen. Gucken, ob ich das aufwerten kann. Ich weiß nicht, wie viel wir haben. Jawohl, damit schaffen. Nein! Doch! Ich wollte gerade sagen, wir schaffen's. Ja dann. Trade! Trade Reno! Wir haben neue Sachen zum Anpflanzen. Pier! Aber das sind ja Büsche, sind das, ne? Das ist ja jetzt nichts, was wir auf dem Feld anpflanzen, sondern hier können wir dann eine Pier machen. Cut down den Shit. Mach weg den Haufen. Wir wollen nämlich für die Schnapsbrennerei, wollten wir nämlich wie heißen sie denn? Die alten Melonen, ne? Wie heißen sie denn? Pier, wie heißt das denn auf Deutsch nochmal? Birne, genau, Birne. Birne wollten wir ja da anpflanzen, burnen.
Dann sollen die da auch angepflanzt werden. Dann können wir schön Alkohol machen. Und hier oben kommen die neuen Felder hin. Also die Felder werden hier geerntet schon. Sehr gut. Also kann ich die hier oben schon mal hinsetzen. Wir bauen mal eben den Weg. Und das hier oben dann ein bisschen ordentlicher haben, wenn die hier schon... Das nervt jetzt natürlich, warte. Nur weil das jetzt hier wieder weggemacht werden soll, kann man da keinen Weg drüber ziehen. So, Weg. Weg. Bisschen näher rein. Felder. Felder. Und dann fangen wir hier oben an. 7 mal 11. Zack. Kommt da wieder ein Weg zwischen. 4 Felder müssen wir ersetzen. Mal 11, zack. Kommt da auch einen Weg zwischen. Ich hätte vielleicht unten anfangen sollen, nicht Idiot. Egal, passt schon. Auf ein Feld passt das. Schön. Kommt hier noch ein. Komm, wir ziehen hier die Wege. Oh, ich habe gerade ein paar Frame Drops, wa? Was ist denn hier los? Dann kommt hier noch ein Feld hin. 7 mal 11. Warum muss noch was removed werden? Pepper, Bean, Korn. Da oben das Feld wird gleich. Die Felder reiße ich jetzt eben ab. So, dann werden die hier drüben arbeiten. Die hier natürlich muss ich auch wieder einstellen, dass hier nur einer arbeitet. Einer, einer und einer. Hier oben tue ich dann nochmal ein bisschen Korn drauf. Auch einer drauf, dann sind die ganzen Leute hier drüben schon wieder eingestellt. Dann muss natürlich hier drüben auch wieder ein neues Haus hin. Steinhaus kommt hier direkt dran. Wir kommen hier vorne noch. Einen Weg dazwischen dann noch. Es läuft. Gibt immer ein Stückchen wieder raus. Okay, hier liegen ein paar Sachen jetzt vor. Weiß ich auch nicht, warum da Sachen vorliegen. Was sie jetzt da hingelegt haben. So, hier. Du sollst Pierce anpflanzen dann. Ich würde mal gerne wissen, ob das uns jetzt auch Holz gegeben hat. Wäre natürlich cool. So, wir haben momentan auch so viele Ressourcen. Also bauen wir die jetzt sofort, bevor ich das vergesse. Die Kapelle kommt hier direkt auch ans... Ist da der Weg? Ich muss mal ein bisschen rum... ein bisschen die Kamera drehen. Ach, da ist auf der Seite habe ich gar keinen Weg. Also kommt die hier so rum. Ne, das gefällt... muss die andersrum haben. So, ich habe da gar keine Wege drin. Ja, dann muss sie doch. Dann kommt sie so rum einfach dahin. Da hinten ist der Weg. Setzen wir so. Direkt hier dran, dann fackelt die uns ab. Komm, wir setzen sie mittig rein, mehr oder weniger. Das ist mittig, zack, rein. Ist ja hier so ein bisschen Abstand da. Und die Town Hall kommt dann hier hin. Die drehen wir aber dann so rum, dass sie hier dran geht. Stellen die auch mehr oder weniger so mittig rein, zack. Richtig schönes Städtchen hier, wa? Können wir hier noch ein paar Häuser, können auch noch welche dran. Coole Sache. Jetzt erhöhe ich aber mal noch einen Arbeiter auf 4 Bilder. Die hier können ihre Felder nächstes Mal bestellen, dann nächsten Sommer wieder. Ich stelle jetzt hier noch ein Stückchen Weg ran. Zack. Ja, da oben ist eh zu Ende, da kommt kein Weg mehr hin. Cool, ich finde, sieht richtig schön hier aus. Lass hier auch den Weg so ein bisschen offen. Und das schön abgetrennt aussieht, die schönen Felder. Das hier oben wollten wir auch noch eben ändern, stimmt. Zack, weg damit. Neues drauf. 11 mal 7. So, zack. Er kriegt ein bisschen Pepper. Soll auch wieder einer drauf arbeiten. 86 haben wir momentan. 86 Leute. 5 Studenten, wieder 23 Kinder. Gut, dann kommt auch wieder was nach. Wir bauen jetzt weiter Häuser. Feuerholz und Nahrung haben wir genug erstmal. Da brauchen wir jetzt nicht so drauf achten. Von den Kräutern her reicht's. Kleidung her ist nicht so. Also wir könnten vielleicht... Ja, wir haben aber auch nicht großartig hier was an Sachen über. Weil ich wollte gerade sagen, dann machen wir einfach jetzt mal eine neue Schmiede und einen neuen Taylor, aber so viel werfen die noch nicht ab. Guck mal, für die Leute hier. Die das ganze Holz und so holen für den Bau. Miau. Bam, 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 bam. Boah, wie viel teuer die Sachen sind. Wir werden so wenig Sachen danach wieder haben.
Also wenn die jetzt die Sachen fertig, das ist fertig. Hier fehlen jetzt noch ein paar Sachen, die da draufgelegt werden müssen. Noch ein bisschen Eisen. Okay, deswegen haben wir jetzt auch Eisen-Low, weil die dafür richtig viel brauchen. Also baut mal hier was ab, Leute. Baut hier die Sachen ab, dann haben wir auch genug für diesen Bau. Wieder einer gestorbenen, alter Woodcutter, wird aber auch direkt ersetzt. 11 Arbeiter haben wir da noch übrig. Uberig. Oh, es sterben wieder Leute an Alter. Haben 10 Leute haben wir noch übrig, deswegen stecke ich jetzt auch nicht mehr Leute irgendwo wirklich rein. Wir kriegen jetzt gleich hier noch unseren Priester dazu. Ich weiß nicht, ob in eine Stadthalle, ob da was rein muss oder nicht. Diese Steinhütte haben wir auch fertig, cool. Aber die Zeit läuft noch auf 5, ja, sehr schön. Kommen gut voran, aber die 100 Leute wird schon ein bisschen schwierig. Und jetzt erstmal die nächste Welle der Sterbenden muss natürlich erstmal wieder überlebt werden. Ich hoffe, es sind jetzt ein paar Häuser frei geworden. Das Haus war nämlich vorhin, wo noch so ein alter Knacki drin saß. Sind noch ein paar Häuser, wo wieder ein paar ältere drin sind. Die werden dann wieder auch bald sterben. Und dann gibt es daraufhin wieder neue Leute. Hier zum Beispiel ist auch wieder neu was eingezogen. In meiner, ich wollte gerade sagen, der Miner läuft von hier bis hier oben hin. Ja, deswegen sind die so uneffektiv. Vielleicht können wir hier noch einen Tunnel durchziehen, wenn wir hier noch was machen wollen. Wir werden uns hier noch eine kleine Stadt aufbauen. Das Spiel macht einfach zu Spaß. Ich wollte jetzt eigentlich auch wieder nur eine kurze Aufnahmesession machen und dann sagen, ja, ja, haben jetzt genug gespielt. Jetzt machen wir erstmal eine Pause, bis wieder was hier in dem Spiel neu ist oder so. Aber ich habe einfach keine Lust aufzuhören, Leute. Ich sag's euch. Ich will nicht aufhören mit dem Spiel. Kommt hier noch eine Hütte dran. Eine Holzhütte, eine. Bisschen günstiger von den Ressourcen her. Hier fehlt noch ein bisschen Eisen. Wir haben auch momentan kein Eisen. Wie viel produzieren die denn jetzt hier im Jahr eigentlich? 100 Eisen mit 7 Leuten ist okay. Wie viel produzieren die hier im Jahr mit 8 Leuten? 123 Stein. Kommen wir auch gut mit klar. Jo. Wir müssen aber auf jeden Fall noch ein paar Häuser bauen jetzt demnächst. Weil wir einfach mehr Leute brauchen. Ich weiß auch nicht, warum die das Essen und so hier hinstellen. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass sie das einfach hier so auf den Boden gestellt haben. Vor allem hier so schön mit dem Fisch, wo sich die anderen Viecher dran setzen. Fleisch hier einfach so auf den Boden gelegt. Naja, die werden schon wissen, was sie machen. Aber die Felder werden hier noch nicht bestellt, weil die Leute, die Farmer wahrscheinlich zu weit weg wohnen oder irgendwas anderes gerade zu tun haben. Zum Glück haben wir noch 7000 Nahrung, aber ich vertraue ja auf die Leute hier, die machen das schon. Die werden das schon wissen, was sie hier machen. Die Farmer wohnen relativ weit weg, aber hier wohnen schon 4 Farmer. Also sind das die Leute, die auch hier dran wohnen. Sollen sich dann auch mal hier aufhalten und nicht woanders rumtollen. Wir haben 10 Arbeiter, das sind genug. Sollen sich nicht um die Arbeit von anderen kümmern. Trader ist jetzt auch mal gestorben. Oh, wir müssen jetzt hier einen Priester einsetzen. Oh, geil, wir haben endlich eine Zusammenrechnung, wie viele Einwohner wir haben. Das passt doch auch, oder? Dann brauche ich nicht mehr rechnen. Jawohl, ich brauche nicht mehr rechnen. Jawohl. Unsere Stadt sieht schon cool aus, muss ich sagen. Wenn das jetzt noch Steinhäuser alles wären, wenn wir das mal irgendwann abgegradet bekommen, wenn wir dafür genug für haben. Haben auch schon wieder 10 Studenten, also das geht schon ab hier. Kommen schon von der Stelle, muss man sagen. Machen wir schon ganz gut. Ansonsten cheaten wir hinterher, wenn wir wieder 20 Studenten haben, dann reißen wir einfach die Hütte ab, dann haben wir 100 Erwachsene, dann haben wir unser Ziel auch erreicht. Ja, ich glaube, ich baue hier drüben mal einen Brunnen, auch wenn der vorhin nicht so viel gebracht hat, aber ich lasse hier mal... Das wäre natürlich cool, wenn der hier hingepasst hätte. Jetzt hier einen Brunnen hin. Haben wir hier oben einen Brunnen in der Nähe? Von irgendwas? Dann kommen wir, setzen wir hier noch einen Brunnen hin. Haben die alle einen Brunnen ungefähr in der Nähe? Ich weiß jetzt nicht, ob das Löschen überhaupt was gebracht hat oder ob jetzt einfach die Sachen da abgefackelt sind, weil sie Spaß hatten dran. Kann ich nichts ändern, ne? Ist halt so. Ja, ich werde gleich wieder 2 Bilder entlassen, weil 4 Stück sind ein bisschen zu viel für das, was wir hier haben. Aber wenn die Piers hier dann abgehen, dann hat er auch immer genug hier, um Bier zu brauen. Dann geht's ab, Leute. Dann haben wir genug hier. Dann gibt's Happiness pur. Hier fehlt auch nicht mehr viel. Müssen wir ein bisschen draufkloppen, da aber 4 Bilder, wenn die da auch am Arbeiten sind. 4 von 4 arbeiten da gerade dran. Machen wir mal 3 von 4 und dann kann der andere sich hier oben um die andere Hütte kümmern. Um die hier oben, die auch noch aufgebaut werden muss. Damit hier oben auch noch mehr Leute wohnen.
Ach ja, das Spiel gefällt mir echt. Das ist echt ein cooles Spiel einfach.